So, herzlich willkommen mal wieder zum Vlog. Die Sonne ist am Scheinen. Es ist Sonntag und eigentlich die ganze Zeit nur am Regnen. Und ja, heute gucken wir mal wieder, was es so Neues gibt. Sperren wir hier erstmal die Halle auf. Gehen wir ein Stück da rein. So, in der Halle. Alles altbekannt, aber wir haben, falls Dominik das noch nicht gezeigt hat, hier endlich mal Lampen angebracht. Beleuchtung, die man hier vorne schön einschalten kann, ist dann in der dunklen Jahreszeit doch ein bisschen angenehmer. Und ansonsten haben wir heute den 17. März, es ist wie gesagt Sonntag, und wir können aktuell auf den Feldern nicht wirklich viel tun, weil es seit ein paar Wochen wieder nur am Schiffen ist. Hätten wir letztes Jahr gerne ja mal gehabt, aber dieses Jahr zögert sich jetzt ein bisschen raus, weil alles nass ist. Die Gülle haben wir alles gefahren, da war Dominik fleißig. War dann ganz gut, dass man es jetzt vor der nassen Periode gemacht hat, weil das ansonsten auf dem Grünland ein Geschmiere geben würde. Ansonsten hatten einige Landwirte in der einen Woche, wo es wirklich schönes Wetter war und 20 Grad, schon ihre erste Düngergabe auf dem Getreide gemacht. Haben wir noch nicht gemacht, weil erstens wir am Montag oder Dienstag, glaube ich, erst den Dünger geliefert bekommen. Und zweitens, weil wir da noch anderweitig beschäftigt waren. Und im Nachhinein bin ich der Meinung, ist es auch nicht verkehrt, noch nicht gestreut zu haben, weil durch das ganze Wasser ist der schnell verfügbare Nitratstickstoff relativ schnell ausgewaschen. Vor allem hier, wir haben ja sehr sandige Böden, ist es kein Schaden. Und die N-Min-Werte waren sowieso relativ hoch. Der Winterweizen und Wintergerste sowieso, Tritikal oder alles, was relativ früh gesät war, Anfang Oktober, war sowieso schon gut bestockt. Sieht gut aus und nur das, was ich sehr spät gesät hatte, also der Dinkel und noch zwei Schläge Weizen und Tritikale, die müssten doch jetzt bald mal Stickstoff bekommen, dass die ordentlich noch bestocken. Aber wie gesagt, ist der 17. März. In anderen Jahren ist es ganz normal, es ist noch nichts verloren. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht die erste und die zweite Gabe vielleicht kombinieren. Das kann man dann mal schauen. Ansonsten hängt hier am Maxum der Betonmischer dran. Wir haben ja draußen ein bisschen betoniert. Beziehungsweise Dominik hat dazu ja schon ein paar Worte gesagt, da wird auch noch weiter was passieren. Im Moment immer noch Futterladen mit Maxum, weil der Ladeplatz, die Rampe gerade noch nicht wieder zurück an ihrem Platz ist. Und missgestreut haben wir soweit alles. Ja, dann haben wir noch ein, zwei neue Sachen gekauft oder gebraucht mal wieder. Wir sind ja gerne dabei, Schnäppchen Emo zu machen. Wir haben zum einen hier ein paar neue Reifen für den Lexion gekauft. Und zwar sind das Breitreifen, natürlich auch gebraucht, 800er, weil wir gemerkt haben, durch das hohe Eigengewicht der Maschine, also doppelt so viel wie der Fortschritt, dass am Hang die Maschine teilweise dazu neigt, ein bisschen zu buddeln, weil natürlich die Reifen im Verhältnis zum Gewicht genauso groß sind wie beim Fortschritt, etwas größer vielleicht, aber ist keine Allradmaschine und so kann man einerseits ein bisschen weniger Bodendruck haben und dann kommen wir, wenn es dann brenzlig wird, vielleicht doch ein bisschen besser klar. Also die sehen ganz gut aus, waren glaube ich auf einem Häcksler drauf, Einpresstiefe, Lochkranz, passt eigentlich auch alles soweit. Dann haben wir im selben Zug noch einen Rapstisch schießen können, der war auch sehr günstig. Ist natürlich farblich nicht ganz das, was zum Glas passt, war aber an einem Glas montiert. Allerdings müssen wir den kürzen, der ist 5,10 Meter breit, wir haben ja nur 4,50 Meter. Und den haben Christoph und Kevin letzte Woche geholt bei Heilbronn. Und da müssen wir mal gucken, dass wir das vor der Ernte irgendwie mal machen. Ist soweit eigentlich alles dabei, was man braucht, muss man dann eben ein bisschen einkürzen. Wird vielleicht mal wieder so ein Umbauprojekt, was man ein bisschen begleiten kann mit euch. Und dann schauen wir mal, dass wir den vor der Ernte fertig bekommen, weil wir auf lange Sicht vielleicht nicht unbedingt mehr viel Raps anbauen, aber vielleicht mal Raps dreschen müssen. Und ja, wenn das nicht zu teuer ist, kann man ja auch mal einen Tisch haben, weil haben ist bekanntlich ja besser als brauchen. Dann haben wir uns noch überlegt, dass wir hier am Schwader diesen Drei-Wege-Hahn wegbauen wollen, weil wir einerseits immer das Problem haben, dass hier die Hydraulikschläuche bisschen kurz sind für zum Beispiel den 514er Fendt, jetzt beim neuen Maxum sowieso. Und dann ist es auch so, man hat hier immer die Hochdruckleitung in der Kabine und hier war auch schon mal ein Schlauch geplatzt, zum Glück außerhalb von der Kabine, aber wenn hier an dem Kasten mal ein Schlauch platzt,
dann hat man den ganzen Öl-Siff in der Kabine. Und da wir eigentlich Schlepper haben, die mehr als zwei Steuergeräte haben, bis auf den 70er Fendt, können wir hier eigentlich linke Klappung und rechte Klappung jeweils bequem auf ein Steuergerät legen. Vor allem beim Maxum, da sind die Hebel perfekt nebeneinander, beim neuen Maxum auch. Und beim Fendt wird das auch gehen. Und dann können wir uns hier den Umschalthebel sparen und die Steuergeräte direkt einfach einstecken. Dann brauchen wir den Kasten nicht mehr, braucht keinen Halter mehr in der Kabine. Bei diesem Maxum ist ja das Problem, hinten die Scheibe hat keinen Ausschnitt, dann kann man beim Schwaden die Scheibe immer nicht ganz zumachen, kommt der ganze Staub rein, macht nicht so Spaß. Und wenn wir das wegbauen, brauchen wir den Kasten nicht mehr. Dann kommen dann hier einfach Steckanschlüsse dran, dass man die im Falle, dass man es brauchen würde, hier einstecken kann, zum Beispiel mit dem 70er Fendt, der nur zwei Steuergeräte hat und man hier ja dann drei braucht, weil man noch die Arbeitsbreite verstellen kann, dass man es im Notfall ganz normal bedienen kann. Und dann schauen wir, dass wir das vor dem ersten Schnitt so machen, um da ein bisschen Komfort dazu zu gewinnen und dass wir einfach mit allen Schleppern, ohne hier die Schläuche jetzt groß zu verändern, den Schwader fahren können. Jo, dann hat Dominik, wie man sehen kann, hier schon Wildschaden nachgesät. Er hat aber auch schon einen Flock gemacht, wollte allerdings weitermachen, hat angefangen zu regnen. Also wird das kommen, wenn er dann tatsächlich weitermacht. Hier unsere altbekannte Kombination ist bis jetzt sehr gut bewährt. Da können wir echt viel Positives drüber berichten. Düngerstreuer, wie gesagt, steht noch rum. Da hat sich jetzt ein bisschen Staub reingesetzt und Stroh. Der wird dann ausgepustet und abgeschmiert vorm Streuen, eventuell abgespritzt. Ist aber an sich bereit, also kann das alles losgehen. Pflanzenschutz muss man, wenn das Wetter besser wird, auch wieder angehen, weil ich im Herbst im Dinkel und in der spätgesäten Tritikale auch noch keinen Pflanzenschutz gemacht hatte. Hierzu habe ich die Halterung im Maxum auch verändert. Ich habe hier oben jetzt, kann man ja mal angucken, weil das irgendwie nicht so geil war. Mit dem langen Halter hier, das hat immer so ein bisschen vibriert. Deswegen habe ich hier jetzt so eine Edelstahlleiste eingebaut. Und dann kann man hier die ganzen Geräte dranhängen und dann durch einfaches Festdrehen arretieren. Hier unten ist mal noch der Schaltkasten für die Gestängeklappung. Den habe ich jetzt hier hingemacht, wo vorher der Bordcomputer war für die Durchflussmengenmessung und so weiter. Den werde ich noch irgendwo anders hinbauen. Und das ist halt ein bisschen blöd bei der Holderspritze, diese drei Schaltkästen, dass das nicht alles ein Kasten ist und die sind dann noch sau schwer. Ja, muss man mal gucken, vielleicht auf Isobus umbauen oder so, mal sehen, wobei das natürlich auch Aufwand ist und Geld kostet. Ja, was haben wir dann noch? Ja, hier musste ich einfach Gewinde reinschneiden, da habe ich durchgebohrt, ob das ein bisschen lackiert, dass es schön aussieht. Das Edelstahl hat sich eigentlich ganz gut schweißen lassen. Kurz überlegen, was noch war. Ach so, ja, wie man in den Anfangaufnahmen von der Drohne gesehen hat, da bin ich ein bisschen rumgeflogen, sind die hier bei uns in der Gegend oder in der Nachbargemarkung fleißig am Windräder bauen. Wie gesagt, bei uns auf den Feldern oder auf dem Eigenland kommt keine drauf. Und ja, da sieht man auch, die haben mit ihrer Kabelverlegung da auch einiges an Schaden gemacht im Winter. Und müssen wir mal gucken, ob man da noch irgendwas nachsät oder so, aber ja, die sind da fleißig am Machen. Und man sieht da auch ein bisschen, da kommt der Chef, man sieht dann natürlich auf den Feldern auch, dass die Vegetation noch nicht so sonderlich gestartet ist. Wie gesagt, also alles im grünen Bereich. So, und jetzt haben wir hier die Pforte geöffnet, sehen hier die neu betonierte Fläche. Und was sehen wir dahinter? Da ist so ein Ding mit so Schläuchen dran, also ein Gülleverteiler. Der ist auch neu gekommen, neu gebraucht wie immer, weil wir haben ja ein recht altes Güllefass, 20 Jahre, wobei es ja eigentlich noch ganz gut ausschaut. Und da muss man nicht unbedingt einen neuen, sündhaft teuren Verteiler anbauen. Das haben wir gesagt, ein Kumpel von mir, der hat hier den verkauft. Schaffen wir uns mal an, passen den an, gucken mal, wie es läuft. Und dann weiß man auf jeden Fall schon mal, wie sich das verhält, gerade am Hang und so. Also das hier ein Fliegelverteiler. Der ist 15 Meter breit, hat hier Verteilerschnecken dran. Die Schläuche werden wir wohl alle neu machen. Dann hat er hier links und rechts hydraulisch öffnbare Steinfangkästen. Hier die Schnecken sind natürlich auch hydraulisch angetrieben.
Oben kann man mechanisch einseitig abschalten. Wir können das Ding dann an sich nicht in der Höhe verändern, sondern es wird dann fest angeschraubt. Aber der Anbau wird relativ einfach, hoffe ich, weil man hier mit den schönen Vierkantrohren am Fass das irgendwo anklammern kann, beziehungsweise das Fass hat mehr oder weniger die Vorbereitung dafür schon. Und dann müssen wir nur Haltepunkte bauen, in Anführungsstrichen. Schauen wir mal, wann wir dazu kommen. Aber ich denke, dass wir den Verteiler auf jeden Fall auch kürzen müssen. Ich denke mal auf 12 Meter, weil sonst haben wir das Problem, dass der Verteiler länger ist als das Güllefass. Und dann muss man mal schauen, dass der dann nicht in den Kurven in die Kabine reinschlagen würde. Das wäre nämlich ziemlich doof. Und ja. Ja, nachdem wir jetzt wieder ziemlich lange gelabert haben, können wir jetzt mal noch raus aufs Feld fahren. Ich möchte gerne was ausprobieren. Und zwar habe ich die Woche gesehen, dass es eine neue App gibt von Yara. Yaralix heißt die. Und da kann man mit dem Handy einfach mit Fotos anscheinend den Düngebedarf für Weizen zumindest mal bestimmen für die erste Gabe. Mit dem N-Tester, den ich letztes Jahr zum Probieren hier hatte, ging das ja nur die zweite und dritte Gabe. Und da können wir einfach gleich mal rausfahren und schauen mal, was man da so mit machen kann und ob das sinnvoll ist. Dann haben wir von APV noch ein Bodenprobenset geschickt bekommen, das wir noch unboxen müssen und euch zeigen. Da kann man nämlich auch pH-Wert bestimmen und so weiter. Bloß, ja, man sieht ja, bei dem Wetter braucht man an Bodenproben nicht viel zu denken. Wir wollen nämlich sowieso noch Bodenproben ziehen und dann das Set auch vorführen. Und ich werde in den nächsten Wochen auch noch eine Wetterstation bekommen. Dazu dann aber mehr, wenn sie da ist. Jo. Also würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf dem Feld wieder. So, jetzt haben wir hier zwei Probleme. Problem 1, es ist sauwindig. Mal gucken, ob es viel rauscht. Problem 2, ich nehme hier mit dem Handy auf, will ja gleich mit der App was zeigen. Also wenn der Ton gleich sich ändert, dann musste ich das ändern. Ja, ein drittes Problem, es ist saunass, wie man hier sehen kann. Also das hier ist hier gut wassergesättigt. Allerdings muss man sagen, hier im Herbst, als ich gesät hatte, war hier selbst nach 4 Wochen noch nichts aufgelaufen, weil es so trocken war am Vorgewende. Und hier ist aber alles da. Ne? Weiß nicht, ob ich das im Winter schon gezeigt hatte, aber das ist hier alles schön nachgekommen. Und ich habe die App jetzt hier tatsächlich noch nicht ausprobiert. Und wir werden das jetzt einfach mal gemeinsam gleich machen. Gehen hier jetzt mal hin. Hier haben wir eigentlich schon ganz schöne Pflanzen. So, dann gucke ich jetzt mal, starte ich hier mal diese Yaralix App. So, führen Sie Ihre erste Messung durch. Gehen wir hier mal auf Plus. Kultur haben wir Winterweizen. So, die Sorte haben wir hier einen Reform. Also das ist wichtig, weil jede Sorte hat ja irgendwie eine andere Pflanzenfarbe so ein bisschen. Deshalb ist es wichtig, dass man das wegen der Kalibration auswählt. Ich frage mich halt so ein bisschen bei der App, wie das dann läuft mit dem Licht, weil das Licht natürlich auch noch was ausmacht. Da, Reform. So, dann haben wir hier Entwicklungsstadium. Sind wir irgendwo in der Bestockung, machen wir mal 25. Dann Saattermin war normal. Die betriebsübliche erste Gabe wollte ich hier mit 50 Kilogramm machen. Und dann starten wir mal die Messung. In verschiedenen Bereichen des Feldes. Gehen Sie über Ihr Feld, machen Sie Fotos von Ihren Pflanzenbeständen. Je mehr unterschiedliche Bilder Sie machen, desto besser ist die Empfehlung. Parallel zum Boden halten Sie Ihr Handy 1 bis 1,5 Meter über dem Bestand. Ah, okay, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, man muss nah rangehen. Immer parallel zum Boden. Besser an bewölkten Tagen. Ja, die Voraussetzungen sind gut. Keine Stiefel, kein Werkzeug. Ist klar. Ja, Start. Standort. Da wollen die hier Daten sammeln, die Freunde. Da müssen wir ja einmal Standortdienste einschalten. Das ist natürlich immer die Frage, ne? Wenn man hier von Düngemittelherstellern solche Apps benutzt, was machen die dann mit den Standortdaten und so weiter. Ne? Aber denken wir jetzt einfach mal nicht drüber nach, erlauben das hier, Kamera dürfen wir auch zugreifen. So,
dann machen wir hier mal das erste Bild. Guck mal, dass kein Mais drauf ist. So, jetzt habe ich hier leider zwei Fotos gemacht. Gehen wir hier mal ein paar Meter weiter. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber da sieht man so ein bisschen in der Ferne die Grenze, wo eine andere Sorte ist, wo dann Patras wächst. Das sieht man hier also jetzt so, keine Ahnung, 20 Meter vor uns. Gehen wir hier mal lang. Machen hier mal noch ein Foto. So, also die Düngeempfehlung von unserem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum ist auf, also für das aktuelle Jahr mit den N-Min-Werten, die wir hier haben, 40, 45 Kilogramm. Passt, denke ich, ganz gut zu unserer Ertragserwartung und dazu, dass wir hier ja auch tatsächlich schon ganz ordentlichen Bestand haben, also im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall. Da war die Pflanzendichte in dieser Jahreszeit wesentlich geringer. So, hier laufen wir mal noch hin. Machen hier mal noch ein Foto. Die Bestände, muss man auch sagen, die sind jetzt auch schon ein bisschen dunkler geworden. Also das Grün hier vor ein paar Wochen, das war noch wesentlich heller. So, jetzt gehen wir hier mal auf Ergebnis anzeigen. Wird berechnet. Ah, Ihr Winterweizen benötigt folgende Menge Stickstoff, 40 Kilogramm N pro Hektar. Das finde ich ja jetzt mal cool, weil letztes Jahr der N-Tester, der hatte eigentlich immer relativ hohe Dünge, Düngeangaben gefordert oder einen relativ hohen N-Bedarf, wo ich immer mehr oder weniger verwerfen musste. Aber wir machen jetzt mal eine andere Sorte und gucken mal, wie es da ausschaut. Machen wir eine neue Messung, machen wieder Winterweizen. So, Sorte P, hier haben wir Patras. Ich habe auf dem Feld extra, weil das hier ganz gut ist und Mais vorne dran war, dass es sauber bleibt, habe ich hier die Sorten, die wir vermehren wollen, hingesät. Machen wir hier wieder 25, dass wir dasselbe Stadium einfach mal annehmen. Machen hier wieder normal. So, hier auch wieder 50 Kilogramm. Dann hier jetzt nochmal, dass ihr den Vergleich habt. Ne? Hier links Reform, rechts Patras. Also haben wir hier auch einen deutlichen Unterschied in der Farbe. Ja, das sehe sogar ich als Rot-Grün-Schwäche geschädigter. Also, dann starten wir die Messung. Und hier sieht man auch so ein bisschen Sortenunterschied. Also hier ist das schon mehr bestockt oder flacher. Hier auch so ein paar gelbe Pflanzen dazwischen, die so ein bisschen ausgewintert sind. Und hier hat sich das Ganze schon so ein bisschen mehr gestellt. So, dann machen wir hier mal das erste Foto. Gehen mal ein bisschen weiter. Ich weiß es halt nicht, was die Maisstoppeln hier zwischendrin, was die da beeinflussen. So, zweites Foto gemacht. Gehen wir hier noch so ein bisschen weiter nach da. Hier schaut das auch so ein ganz klein bisschen anders an. Ich muss nur aufpassen. Hier irgendwo hinten hatte ich ja noch diesen Versuch gemacht mit der Kataya gegen die D7, wo natürlich der Bestand auch ein bisschen beeinflusst ist. Aber wir laufen hier mal noch ein paar Meter vor. Es ist arschkalt gerade, obwohl es normal gar nicht so kalt gemeldet ist, aber mir läuft hier auch direkt die Nase. So, hier machen wir nochmal ein Foto. So, wer hat das genommen? Ja. So, dann machen wir hier mal in der Fahrgasse ein Foto. Ich könnte es natürlich noch weiter nach vorne laufen, aber es geht ja nur mal ums Prinzip. Na, hat er hier
Warum nimmt das nicht? Vielleicht habe ich ihn auch überlastet. Oh, was? Nur noch 10% Akku, scheiße. So, hier nochmal eins. Oder wieder nur 4 Fotos immer haben. Oder sind meine Finger zu kalt? Ja, ich glaube, da waren die Finger zu kalt. Ja, egal. Haben wir nochmal 4 Fotos gemacht. 5. Ergebnis anzeigen. Sind meine Finger jetzt so kalt, dass er hier den Touchscreen nicht nimmt. So. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, jetzt rechnet er hier und er geht der Akku runter. Ich hoffe, dass das noch reicht. Er geht aber auch so schnell runter. Ich hatte vor einer halben Stunde hatte ich noch 50%. Ich denke, weil es so kalt ist, geht er hier auch so runter. Ja, während er hier rechnet, gucken wir hier. Hier haben wir mal einen Versuch. Sieht man aber ganz deutlich, hier wo mit der D7 gesät ist. Hier mit der Kataya. Und so geht das hier auch weiter. Also ich denke, das liegt am Walzen hauptsächlich und natürlich auch am Schleppschar natürlich. Und hier bin ich natürlich auch wesentlich schneller gefahren, aber der Unterschied ist hier ganz deutlich sichtbar, was hier die alte Maschine gegen die neue Maschine macht. Und währenddessen ist jetzt hier auch das Ergebnis berechnet. Er sagt hier auch wieder 40 Kilogramm pro Hektar. Damit kann ich gut leben. Also fürs Erste bin ich mal positiv überrascht von der App. Wobei natürlich das jetzt auch hier ein ganz schneller Test war. Und ich sonst keinen Vergleich habe, also außer der Empfehlung vom DLR, die eben 40 bis 45 Kilo sagt, deckt sich das hier gut. Ansonsten habe ich aber keine fachmännische Meinung hier, also als Alternative, außer das, was ich jetzt auch gemacht hätte, aber eben aufgrund der hohen Nmin-Werte, die jetzt hier, was man dazu sagen muss, nicht berücksichtigt ist oder ich nicht weiß, ob da irgendwie was in der App hinterlegt ist, würde ich sagen, ist die Düngeempfehlung ganz gut. Und vielleicht fahren wir gleich mal noch, nachdem ich mein Handy geladen habe, eventuell auf einen Schlag, wo spät gesät ist. Wobei da wird der späte Saattermin alleine schon einen Unterschied halt in der App bringen. Aber wo er nicht so stark steht, der Weizen, dass wir es da vergleichen können. Wobei jetzt fängt es gerade wieder an zu regnen. Ich sage einfach mal, das wird heute nicht mehr klappen. Ja, und deshalb würde ich einfach sagen, für den Vlog war es das schon mal. Kleines Update für euch. Hoffentlich geht es bald weiter mit dem Düngen und so den ganzen Aufgaben, die man im Frühjahr macht, Wiesen schleppen. Dann mal, haben wir auch wieder ein paar Trecker zu sehen, für euch ein bisschen interessanter. Deshalb sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.